Morgens, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, ich fahre durch ein Moorgebiet. Ich bin das einzige Auto in dieser Region, weil alle kommen ja mehr aus dem Moor raus in die Stadt und ich fahre ja ins Moor rein, um hier zur Fähre zu kommen. Und dann fahre ich hier die nächsten 10 Kilometer, fahre ich dann mit dem Fahrrad zur Anlage. Es ist ein schöner Arbeitsweg. Das erste Mal bin ich 1995 hier gewesen, direkt dort hinter uns am Deich mit meiner Freundin. Und damals ist mein Inline geskatet und sie sagte, ich kenne eine schöne Ecke. Und ja, auf einmal stand ich hier neben diesem Kraftwerk und war eigentlich ganz begeistert und fasziniert von der Anlage. Es schwingt natürlich ein bisschen Wehmut mit, die Anlage zurückzubauen, weil die Kollegen 35 Jahre die auf so einem super Zustand gehalten haben. Ich war von Februar 1983 hier tätig, das heißt erst in Unterweser und ab 84 hier in Brockdorf bis Februar 2013, also genau 30 Jahre Verabschiedung mit einem 30-jährigen Dienstjubiläum. Während meiner Dienstzeit habe ich hier Reisen gemacht in die USA, Nuclear Power Plant Harris in North Carolina oder Desnogorsk in Russland. Oskarshamn in Schweden und Spanien und so weiter. Das war eine Menge externer Erfahrungsaustausch, der nicht nur mir gut getan hat, sondern natürlich auch der Anlage. Man konnte berichten, man konnte bestimmte Dinge einordnen und auch letztlich dafür sorgen, dass wesentliche Sicherheitsmerkmale immer wieder präsent waren und weiterentwickelt wurden. Es war für mich eine, ja, ich kann heute sagen, Lebensaufgabe, weil ich war voller Enthusiasmus, hier in Brockdorf tätig zu sein. Brockdorf waren für mich die schönsten Berufsjahre, die ich in meinem hohen Alter dann noch erleben durfte. Was Sie hier sehen, das ist das Modell des Reaktorgebäudes, das unter meiner Mitwirkung in den frühen 80er Jahren mal gebaut worden ist. Das heißt also, ich habe schon einen relativ frühen Bezug zum Kernkraftwerk Brockdorf gehabt, lange bevor die Anlage hier gebaut wurde. Ja, das Modell war gedacht, zum einen eben um ein realistisches Bild zu haben von dem, was man hinterher erwartet, und zum anderen, um an diesem Modell dann auch einen Abgleich mit dem, was im Plan gemacht worden ist, dann herzustellen. Wir haben ab Januar 86 haben wir im Grunde genommen die ersten Brennelemente für unseren Erstkern gekriegt, 193 Stück. Das war im Grunde genommen die erste Tätigkeit, die wir hier gemacht haben. Dadurch, dass ich jetzt persönlich durch und durch Kraftwerker bin und auch durch und durch Strahlenschützer, mir macht die Arbeit einfach Spaß. Wir sind grundsätzlich für alle möglichen Eventualitäten trainiert. Wir haben zweimal im Jahr auch ein Simulator-Training für jeweils eine komplette Woche, ähnlich wie das auch für Piloten der Fall ist. Und ja, hier sitzt letztendlich auf der Warte mit den Kollegen die geballte Fachkompetenz über alle Bereiche hinaus. Also alle Mitarbeiter haben ja hier den Luxus, in Anführungszeichen, dass wir eine Beschäftigungsgarantie haben bis 2029. Und jetzt läuft aktuell ein Bewerbungsverfahren, also jeder muss sich jetzt auf neue Rollen bewerben. Die Schichtleiterrolle zum Beispiel entfällt auch mit Ende des Leistungsbetriebes. Und was jetzt letztendlich aus mir passiert, ja, muss ich mal schauen. Das ergibt das Bewerbungsverfahren. Ich bin damals an meinem ersten Tag vom Kollegen in Empfang genommen worden, der mich dann, ich sag mal, in die Hand genommen hat, der mich rumgeführt hat, der mir alles gezeigt hat. Es war eine riesen Baustelle, wie gesagt, 2 Jahre bevor das Kraftwerk ans Netz gegangen ist. Am nächsten Tag musste ich mich dann selber durch das Wuhling finden und sagen, Mensch, wie war denn das gestern überhaupt? Und übernächsten Tag war der Weg zum Teil schon nicht mehr da, weil man in der Zwischenzeit eine Mauer gezogen hatte. Also es war schon sehr spannend und sehr abwechslungsreich. Also diese 2 Jahre Bauphase, bis das Kraftwerk ans Netz gegangen ist, damals, das war sicherlich die spannendste, aufregendste Zeit, die wir hier hatten, sag ich mal, für mich jedenfalls, ja. Ich
Nach der Lehre, die mir sehr gut gefallen hat, dann hatten wir auch Einsatz im Kraftwerk, im Kernkraftwerk Stade, ich damals. Und das fand ich so klasse, dann habe ich mich da beworben. Also Techniken gibt es hier ganz alte und ganz neue. Es gibt Technik, die gab es schon, als das Kraftwerk gebaut wurde. Und es gibt Technik, die ist gestern erst entwickelt worden. Da müssen wir im ganzen Spektrum abdecken und mit klarkommen. Nach Brockdorf bin ich gekommen, quasi über meine Familie, die hier alle arbeiten. Meine Mutter ist hier angestellt als Bürokauffrau, mein Vater als Werkstattleiter und mein Onkel als Projektarbeiter. Dieses Jahr stellen wir noch ein Lehrjahr ein und das betreue ich dann noch 3,5 Jahre, also bis Anfang 2025. Und danach werde ich wieder rübergehen ins Kraftwerk selber und da dann andere Arbeiten übernehmen. Und vielleicht, wenn es gut läuft, könnte ich vielleicht meinen Vater beerben. Ich hätte da kein Problem und würde mich freuen. Im Positiven verbindet mich am Kernkraftwerk Standort mit meinen Mitarbeitern, das Arbeiten mit meinen Mitarbeitern. Und was ich nicht vergessen werde, ist, dass ich ja 2017 geheiratet habe und dass ich meine Kollegen dann eingeladen habe und denke auch immer noch gerne daran zurück. Ich habe die Anfänge selbstverständlich mitbekommen vom Betriebssport und das war eigentlich früher ziemlich intensiver. Ja, das war eigentlich was ganz Besonderes. Ich meine, unser ehemaliger Mitspieler, der jetzt schon in Rente ist, der hat da irgendwie einen Kontakt gehabt zu einer Betriebssportmannschaft. Und durch den Kontakt haben wir dann an einer Betriebssportgruppe in Brunsbüttel teilgenommen. Das waren insgesamt 8 Mannschaften und die haben dann jeder gegen jeden den sogenannten Stadtmeister ausgespielt. Und 1987 haben wir eben den ersten Platz gemacht. Ich bin jetzt 38, etwas über 38 Jahre dabei. Ich habe hier immer gerne gearbeitet. Das ist wirklich ein toller Job. Ich fühle mich hier wohl. Ja, also der Lauf zwischen den Meeren ist das, was eigentlich schon der Name sagt, ein Lauf zwischen der Nordsee und der Ostsee. Wir laufen dabei in 10 Etappen, circa roundabout 100 Kilometern, von Husum nach Damp, also mitten durch die schleswig-holsteinische Schweiz. Ja, das ist total klasse, weil aus den unterschiedlichsten Abteilungen die Läufer sich für dieses Team gefunden haben. Wir sind ja mit einem Team damals angefangen und mittlerweile haben wir 2 Teams, das heißt 20 Leute aus vielen verschiedenen Abteilungen. Unsere Laufgruppe heißt Radioactive Runners. Wir haben das Trikot immer mit Stolz getragen, weil wir dazu stehen, zur Kernenergie, zu unserer Firma und dem Kernkraftwerk Brockdorf insbesondere. Ich habe unten in der Maschinentechnik gesessen als Sachbearbeiterin. 13 Ingenieure und ich, was will man mehr, ne? Ich war die einzige Frau. Brockdorf bedeutet für mich, wenn ich so zurückblicke, ein ganz großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Für mich hat das so ein bisschen was von Familie und so ein Stück weit nach Hause kommen und zieht sich eigentlich durch viele Abteilungen durch. Ich war vorher 27 Jahre im Einkauf und habe eigentlich alles, was man hier sehen kann, inklusive der Fahrzeuge, tatsächlich selbst eingekauft. Ja, und dann bin ich irgendwann hierher gewechselt. Mit 45 Jahren fange ich dann an, Stapler zu fahren, aber hat funktioniert. Darüber haben wir nie gesprochen, weil es hier in der Gruppe einfach selbstverständlich ist, sich gegenseitig zu helfen. Man muss ja, wie auch früher oder heute, immer Arbeitsklamotten tragen. Und das war hier unser Arbeitskittel, der Fernmeldekittel, so hieß er. Das war so ein typisches Ding für Elektroniker. Und hier ist auch noch das alte Zeichen drauf, der NWK, der Nordwestdeutschen Kraftwerke AG. Eine Marotte habe ich eigentlich so nicht. Ich habe eine für einige Menschen eine schlechte Angewohnheit. Ich habe immer gute Laune. Ich bin immer gut gelaunt, ich habe immer einen guten Spruch auf Lager. Ich komme pfeifend zur Arbeit. Das ist auch mein Anspruch an meinen Job. Ich bin gerne in der Firma, ich arbeite gerne und ich gehe dann auch mit guter Laune nach Hause. Das ist immer mein Ziel. Also wir haben die Kommunikation, sag ich mal, auch so verstanden,
dass wir mit den Kernkraftgegnern einfach ins Gespräch kommen wollten. 2010 hier eine 100.000 Menschendemonstration angemeldet gewesen ist, ging damals durch sämtliche Medien, eine Menschenkette von Brunsbüttel bis nach Krümmel über Brockdorf. Da war halt eben der Vorschlag, lass uns das nicht einfach so hinnehmen. Und das führte dann dazu, dass wir hier einen Infostand mitten in der Anti-AKW-Szene hatten. 2014 hat mich Kollege Hauge Rathjen mal angesprochen, ob ich Lust hätte mitgehen zu einer Veranstaltung von Brockdorf Akut. Sie würden Fakten sammeln über das Kernkraftwerk Brockdorf und wir haben durch bloße Anwesenheit haben wir beide die komplette Veranstaltung gesprengt. Dann haben wir erläutert, wir wollen alle Fragen beantworten, wer weiß es besser als wir, und die konnten überhaupt nicht mit umgehen. Mich verbindet besonders mit Brockdorf mein erster Besuch hier auf der Anlage. Und das war, wenn ich das richtig erinnere, Anfang März 2011. Die Laufzeitverlängerung war gerade durch. Wir haben in die Hände gespuckt und gesagt, jetzt geht's los. Kernenergie ist unser Geschäft. Und eine Woche später war der ganze Traum zerplatzt. Fukushima, 11. März 2011. Auch der CEO Johannes Theissen war dabei. Und seinerzeit hatte er dann verkündet, dass ich das Kraftwerk wechseln sollte. Ich sollte dann ins Kraftwerk Krümmel gehen als Kraftwerksleiter dort, weil die Anlage stand ja nun schon eine ganze Zeit und sollte jetzt auch wieder in Betrieb gehen. Und das war der Plan. In der Rückschau, wenn ich mir vorstelle, ich wäre da jetzt 10 Jahre in solch einer Anlage, die dann nie wieder den Leistungsbetrieb gesehen hat, war das eigentlich dann der richtige Weg, wie der dann sich ergeben hat. Ne? Und für Preußen Elektra, würde ich sagen, kann man das nur bestätigen. Das ist schon ein bisschen, tut ein bisschen weh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe die Anlage in Anführungsstrichen mit einer von vielen hier mit ans Netz gehen lassen, habe meinen Teil dazu getan die ganzen Jahre. So wie die Anlage gepflegt wurde, bisher instand gehalten wurde, bedauere ich das sehr, dass sie jetzt abschalten muss und halte das auch für einen schweren Fehler. Man weiß, dass man hier eine gute Technik hat. Man weiß, dass deutsche Technologie hier ja schon seit Jahrzehnten federführend ist und dass wir im Prinzip ein Riesen-Know-how wegwerfen. Und wir wissen dann auch alle leider, dass wir dann beim Abriss auch mithelfen müssen und können auch. Das ist ja auch eine Chance für alle, dass sie ihre Arbeit dann behalten und weiter beschäftigt sein können. Ich kenne das schon, ich habe das Ganze schon mal mitgemacht und ich weiß, dass die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt, sehr anspruchsvoll ist. Wir haben sehr viel zu tun. Ja, das Herz schlägt halt ein bisschen schneller. Es kommen tausende Erinnerungen auf, aber vorbei ist vorbei. Also ich finde, gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt für mich, was ganz Neues zu machen und nochmal wieder einzusteigen. Oder alternativ ganz aussteigen. Also es gibt zwei Möglichkeiten an der Stelle, aber eine völlig neue Aufgabe, noch mal richtig einzusteigen, ist jetzt genau richtig. Nee, ich habe jetzt eigentlich nichts, was ich noch unbedingt loswerden möchte, außer dass man vielleicht sagt, schade, dass die schöne Zeit ein Ende nimmt und dass die neue Zeit hoffentlich auch spannend wird.